Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, was geht ab? Mein Name ist DWZD und willkommen zum Startschuss zum neuen XX5XL 3,50 Meter 1300 Liter Aquarium. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Projekt heißen wird, aber Freunde, diese komplette Wand hier vorne soll Aquarium werden. Wir gucken uns das Ganze nochmal genauer von der Seite aus an. Also hier wird alles Aquarium sein in Zukunft. Und nicht nur das, ich werde hier so ziemlich alles selber bauen. Wir werden hier einen Wanddurchbruch machen. Der Technikabteil vom Aquarium wird hier in einem anderen Zimmer hier in der Ecke sein. Ich werde den Unterschrank komplett selber bauen. Das Glas vom Aquarium wird selber hier vor Ort geklebt. Wir reden hier von 3,65 Meter mal 68 mal 55. Ja, und dieses Video ist jetzt hier der offizielle Startschuss. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Man darf bei solchen Sachen immer nicht an das Ziel ganz oben denken, sondern so etappenweise in kleinen Schritten. Denn ich werde mich mit diesem Projekt maßlos selber überfordern. Ich werde halt so ziemlich hier alles selber machen. Und das sind halt auch alles Sachen, von denen ich persönlich eigentlich noch gar keine Ahnung habe. Zum Beispiel habe ich aber auch gar keine Ahnung, wie man so einen Unterschrank baut. Also hier in etwa wird dann das Aquarium starten. Hier unten ist Unterschrank und ab hier wird das Aquarium starten und dann wird so eine 55er Höhe haben. Und geplant war das Ganze ja eigentlich mit dem Jonas von JS Aqua zusammen. Da ergibt das mit dem Unterschrank selber bauen auch Sinn, weil der ist auch gelernter Schreinermeister. Und der ist auch auf die Idee gekommen. Jetzt gibt's aber eine kleine Sache, ich habe es euch auf Insta schon gesagt, ich werde das Projekt so in dem Sinne nicht 100% mit dem Jonas leider zusammen machen können. Denn es hat sich von meiner Seite aus ein bisschen in die Länge gezogen und währenddessen sind bei Jonas, der das Ganze ja professionell macht, also sowohl Aquarienplanung, Einrichtung, Pflege etc., währenddessen sind bei ihm ganz viele große Projekte reingekommen und bis er die jetzt alle insgesamt dann noch abgearbeitet hat, ist irgendwann Januar und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu spät. Ich will jetzt reinstarten, das Aquarium bzw. das Glas zum Aquarium ist jetzt auch schon bestellt. Und damit das hier aufgebaut werden kann, muss dann auch der Unterschrank stehen. Er hat aber gesagt, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, ich kann mich immer bei ihm melden und zur Not könnte er auch bestimmt abends mal vorbeikommen, wenn hier komplett Land unter ist. Und ich weiß es, also ich habe echt ein bisschen, ich habe wirklich Schiss vor diesem Projekt. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, deswegen fangen wir jetzt ganz unten an. Ich habe eine kleine Liste geschrieben. Wir müssen jetzt erstmal uns einen Transporter mieten. Ich mache mir da einfach keine Gedanken drüber. Das wird schon irgendwie passen. Wir laden alles ein und dann werden wir jetzt heute diesen Unterschrank zum großen Projekt bauen. Ich glaube, viele von euch werden genau diese Art von Videoreihe mögen, weil es wieder diese komplette Izzy-Überforderung ist. So haben ja ursprünglich meine Vlogs angefangen. Eigentlich ist dieses Projekt aber viel zu groß und viel zu teuer und viel zu aufwendig, um das als Ahnungsloser zu machen. Aber das wird jetzt auch schon irgendwie klappen. Was weiß ich denn? Keine Ahnung. So, hier ist jetzt das gute Ding mit dem Sprinterlein. Das hat auf jeden Fall schon mal alles geklappt. Wir haben jetzt einen Transporter geliehen, fahren jetzt wieder in den Baumarkt. Wir haben wieder ein DIY-Projekt gestartet. Wir sind wieder zurück. Wo ist eigentlich der Schlüssel? Ah, da ist er, ja. So, alles klar. Dann fahren wir jetzt mal wieder in den Drive-In-Baumarkt. Denn, glaube ich, mit den großen Hültern ist das am einfachsten dann. So, da sind wir beim guten alten Rolltor. Da machen wir auf den Aal hier. Dann gucken wir mal, ob wir das finden, was wir hier brauchen. Ich bin irgendwie skeptisch. Ich weiß auch nicht so genau. Ach krass. Ich habe sogar direkt davor geparkt. Das da oben. Das da ist sie. Die brauche ich. So, Freunde, das hat jetzt irgendwie sich wieder extrem gezogen. Es ist mittlerweile schon dunkel. Da unten liegt alles drin. Wir fahren jetzt nach Hause, aber es ist, wie gesagt, schon dunkel. Ich komme, glaube ich, zu nicht mehr als ausräumen. Und dann muss ich morgen den Rest dann zusammen schustern. So, Bretti, noch ein Bretti. Ich glaube, da haben wir alles. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe mir jetzt hier schon mal alles so aufgestellt. Ich habe mir das auch schon mal hier zurechtgelegt. So in etwa wird das dann aussehen. Das sind halt ziemlich lange Schrauben, die ich benutzen muss hier, weil das sind halt 10 cm dicke Balken. Dementsprechend habe ich hier so 160er, also 16 cm lange Schrauben geholt. Und guckt euch mal hier diesen Bohrer an, den ich noch mit dazu geholt habe, damit ich einmal komplett quer durchbohren kann. Die normalen Bohrer wären dafür zu kurz. Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt, glaube ich, einfach mal an, hier reinzubohren. Also vorbohren, dann die Schrauben durchbohren. Natürlich müssen die Schrauben komplett im Holz versenkt werden. Ich hoffe, das passt so. Das Holz allein hat übrigens schon 320 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass gerade Corona ist und deswegen alles so teuer ist. Oder ob das auch wirklich einfach so teuer ist. Ist schon ordentlich, wenn man überlegt, man baut diesen Unterschrank selber und kauft keinen. Und hier kostet allein das Holz schon 320 Euro und das ist ja auch noch nicht alles, ne? Ich schraube jetzt einfach mal drauf los. Also hier muss ja seitlich auch nochmal so eine Unterstützung hin. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinbohre, muss ich gucken, dass ich von der Seite auch noch reinbohren kann. Also so, dass hier quer noch was durch kann. Okay. Jo, an sich erstmal easy, ne? Müsste gepasst haben. Mann, ich werde echt viel Dreck machen hier.
So, jetzt nicht mehr bewegen und jetzt noch eine Schraube reinjagen. Scheiße, das ist eine 6er Schraube und ich habe mit 6 vorgebohrt. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das keinen gibt. Es gab den langen Bohrer leider keine Nummer kleiner mehr. Aber so ist das ja völlig witzlos. Das bringt ja wirklich gar nichts. Okay, ich werde es mit noch einer anderen Taktik probieren. Ich habe mir das jetzt hier markiert. Ich werde jetzt quasi bis in den unteren Balken leicht reinbohren und ab unten dann, also ab hier unten dann nicht mehr weiterbohren und dann einfach die Schraube in den unteren reinschrauben ohne Vorbohren. Falls das nicht klappen sollte, habe ich dann durch die Länge hier eine kleine Markierung unten drin und dann kann ich mit einem schmaleren Bohrer vorbohren, sodass wenigstens die Schraube halt noch hält, ne? Das ist ja hier totaler Schwachsinn. Okay, nochmal neu. So, mal gucken, wie es jetzt läuft ohne Vorbohren. Mal gucken, ob der in den unteren reingeht. Oha, ja. Okay, das zieht. Alles klar. So, hier hinter müssen wir den Fuß ja ein bisschen rausholen, denn das Ganze wird ja noch verlängert. Also die Länge des Balkens kommt ja hier nochmal drauf. Das heißt, die müssen hier von oben jeweils festgeschraubt werden. Das ist jetzt wieder einer dieser Momente, wo es geil wäre, zwei Akkuschrauber zu haben. Also damit ich nicht jedes Mal wieder umschrauben muss. So, jetzt gucken wir mal, was das hier für eine Länge ist hier zwischen. Und dann nehmen wir die Hälfte und machen da den dritten Fuß dazu. 1,66. Also machen wir hier bei 83 den dritten Fuß hin. Nicht wegdrehen, ist verrückt. Geil. Das ist doch, im Endeffekt ist das jetzt schon mal eigentlich die Konstruktion. Das wird jetzt nur noch verlängert, ab und zu ein bisschen gedreht und so. Aber an sich ist das doch jetzt eigentlich schon alles. Mehr braucht man eigentlich. So, jetzt wird das Ganze hier nochmal verlängert. Also nochmal so einer hier hinten dran. Boah, dann ist das schon echt ein ziemlich großer Unterschrank, ne? Das ist schon krass. So groß wird einfach das Aquarium. Heftig. Ich glaube, ich baue das erst zur Hälfte. Ich baue die erst die vordere Hälfte und dann die hintere Hälfte. Da muss ich nicht die kompletten 3,50 Meter da hinten irgendwie reinquetschen. Da kann ich erstmal die Hälfte nehmen. Die baue ich aber dann schon komplett. Und dann kann ich die dann hinten verbinden. Da muss ich hier nochmal die Verbindung auflösen, aber das ist ja kein Thema. Das ist schon eine richtige Konstruktion hier, ey. Das ist ja Wahnsinn. Also, eins von den kurzen kommt hier zwischen und hier kommt dann die zweite Bahn wieder. Also das quasi gespiegelt kommt dann nochmal hier auf die Seite dann hier dran. Eigentlich simpel, ne? Ist ja eigentlich kein großes Ding. Ich denke mal, ich habe irgendwas vergessen oder so. Ich muss eigentlich nur hier reinbohren. Das ist eigentlich alles. Zack. Ja, und die Seite hier, die mache ich jetzt gespiegelt einfach nochmal genau gleich wie die andere. Ich muss es ja jetzt hier noch nicht reinbohren. Das Gestell jetzt fertig. Ich werde jetzt aber erstmal die Filzfüße drunter machen. Ich habe ja hier so Filz geholt und der kommt noch unten drunter. Weiß nicht, ob das nötig ist, aber ich finde irgendwie vom Gefühl her ist das schon ganz cool. Und dann kann ich es auch besser jetzt hier hin und her schieben. Zack. Auf der Seite hier auch noch. Und dann machen wir noch hier unten welche drauf. Also die Lampe kommt raus. Palmela kommt raus. Das ist übrigens ohne Scheiß, das ist immer noch Palmela aus dem UFO, ne? Sie hat es überlebt. Sie hat so lange überlebt. So, jetzt kommt hier noch Toni raus. Gut, dass da Filzfüße drunter sind. Okay, also bis hierhin kann ich schieben. Jetzt muss ich das irgendwie hochkant kippen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Teile in der Mitte zusammenkriege. Oh, sorry. Freunde, das war nicht so gemeint. Das kommt jetzt hier so rein. So, und jetzt lege ich das hier irgendwie wieder hin. Und jetzt kann ich es auf den Filzfüßen erstmal wieder bis hinten durchschieben. Naja, hier kommt jetzt sowieso erstmal der zweite Teil. Erstmal wieder hochkant nehmen. So, das hier irgendwie zusammenschieben. Ja,
Ich hab's geschafft. Von hier oben kriege ich die ja festgeschraubt, das ist kein Problem. Aber ich krieg die jetzt unten halt nicht mehr festgeschraubt. Aber dafür habe ich hier diese Lochbleche und ich glaube, ich pack die einfach seitlich von innen drauf und schraub's dann fest. Ich glaube, das ist die beste Variante. Meint ihr, hier müssen noch mehr so Querstreben oben rein oder meint ihr, das hält? Eigentlich hält das, oder? Wie gesagt, der Jonas ist Schreinermeister und ich werde ihn jetzt mal fragen, ob er meint, dass das Ganze so passt. Hallo Jonas, guck mal, was hier steht. Tada. Meinst du, hier oben müssen auch noch so Querbalken rein? Wie die zwei hier, damit das irgendwie, keine Ahnung, stabiler ist? Oder reichen die hinten und vorne? Und natürlich kommen dann oben noch Platten drauf. Vielleicht kannst du es einschätzen, ob das jetzt so reichen wird oder ob da noch oben mehr drauf muss. So, Freunde, nicht verwirrt sein, es ist mittlerweile neuer Tag und ich habe eine Nachricht bekommen. Also die Nachricht habe ich direkt bekommen. Sieht sehr gut aus. Schön. Hast du gut gemacht. Wenn du oben noch eine Spanplatte drauf machst und die verschraubst, dann reicht das vollkommen aus. Hast du das alles alleine gemacht? Jetzt? Ja. Oder wie, hast du Hilfe gehabt? Und dann hat er nochmal von sich heraus später eine Sprachnachricht gemacht. Jo, hi. Sag mal, was mir noch eingefallen ist, ne? Brandheiß. Du musst ja noch irgendwie Platz für die Rohre von deinem Schacht machen, ne? Da ist ja jetzt ein Balken im Weg. Den solltest du dann noch irgendwie wegmachen. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Er hat nämlich recht. Der Ablaufschacht kommt nämlich hier vorne in die Mitte. Ich persönlich hätte den eigentlich nach ganz hinten gesetzt, aber Jonas meinte zu mir, bei einem 3,50 Meter Aquarium könnte es zu Problemen mit der Kammhaut kommen. Also es bildet sich ja oft so eine Schicht einfach auf dem Wasser und die will man ja nicht, dass sie da rumschwimmt, weil es einfach auch nicht schön aussieht. Und wenn ich jetzt hier den Ablaufschacht hinmachen würde, dann müsste natürlich die Oberfläche von da ganz hinten hier komplett rüber abziehen und er meinte, das könnte eventuell zu weiter weg sein, deswegen empfiehlt er mir, den Ablaufschacht mittig zu machen und so ist das Aquarium jetzt auch geplant, aber natürlich muss ich da jetzt die Balken freisägen. Ich habe auch schon mit den Aquariumbauern gesprochen, 35 cm müssen weg. Und dann kommen nachher auch noch die Spanplatten drauf und ich habe mir jetzt auch schon final was überlegt für die Abdeckung und dann ist der wirklich eigentlich fertig, der Unterschrank. Okay. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass hier Fliesen liegen und nicht irgendwie Parkett oder so. So, Freunde, jetzt werden die Katzen richtig geschockt sein. Denn es geht an die Handkreissäge. Udi, hast du Bock? Boah, ich hätte echt gedacht, ihr habt da jetzt mehr Angst vor. Aber ich muss jetzt ins Holz auch schneiden. Ah ja, okay, tschüss. Und jetzt noch irgendwie andersrum. Oh Gott. Naja, es geht so. War eher so daneben halt. Kriegen wir aber schon ab. Und der Klotz hier, der kann jetzt ab. So, das muss ja auch nicht genau sein. Ne? Hauptsache, das ist einfach weg. Und das reicht ja. Also diesen Stützbalken habe ich jetzt hier auch abgemacht. Das heißt, wir haben jetzt Platz für den neuen. Da habe ich jetzt so einen ganz einfachen Fichtetanne unbearbeitet geholt. Da muss ja nichts weiter tun, als dieses kleine Mittelstück jetzt hier irgendwie zu stützen. Da habe ich auch 10 Euro gespart dann. Wenn ihr die 10 Euro nicht ehrt, ne, ihr wisst Bescheid. Wenn der jetzt hier oben mit 2 Schrauben drin ist, dann muss ich den doch nicht auch noch da unten festmachen. Weil wenn hier Kies drauf ist, dann wird sich das ja niemals verschieben hier, oder? Kann ich mir doch eigentlich sparen. Jens sparen. Ach, man kann das ja dann mit den Platten einfach festmachen. Ich mache einfach die Metallplatten hier rein. Das geht doch da. Da geht's erst recht fit. So, jetzt haben wir hier so eine Platte und der Balken bleibt auf jeden Fall hier in der Spur. Hätte man natürlich auch hier mit so einem Winkel machen können, ich habe aber keinen Winkel. So, Überraschung, Überraschung. Das Ganze machen wir natürlich auch hier auf der anderen Seite. Diesmal hier mit dem Balken, der übrig geblieben ist. So. So, das Ding haben wir auch drin. So, auf ein neues. Okay, oh nein, oh Gott. Frag mich gerade ein bisschen, wenn die Rohre hier runtergehen, wie die denn hier rüberkommen. Die sollen eigentlich hier hinten durch die Wand gehen. Aber hier sind ja überall jeweils die Stützen am Start. Haben wir dann hier so 2 Kurven drin oder so? So, und damit ist jetzt das Gestell vom Unterschrank offiziell abgeschlossen. Müsste, wenn jetzt nicht noch irgendwas dazukommt. Aber wie gesagt, ich habe hier mit den Aquarienbauern gesprochen und die haben gesagt, das muss noch angepasst werden. Ansonsten sieht es sehr gut aus. Deswegen müsste das Gestell jetzt ready sein. Und wir kommen, das ist nämlich jetzt explizit noch wichtig, oben zu den Platten, die hier oben drauf kommen. Denn das Aquarium wird ja, wie gesagt, hier gebaut. Und wirklich hier, also genau hier auch an dieser Stelle. Und dementsprechend brauchen die natürlich eine Unterlage, die genauso groß ist wie das Aquarium wird, worauf die dann das Aquarium kleben können. Und die machen wir jetzt oben drauf. So, das sind jetzt hier die Übeltäter. Das sind ganz normale Pressspanplatten. Hätte man jetzt die hochqualitativste Stufe gewählt, hätte man hier auch mit Siebdruckplatten hätte man dann nehmen können, weil die haben, glaube ich, so ziemlich gar keine Probleme mit Feuchtigkeit. Es kann ja immer mal sein, wenn man Wasser wechselt, wenn man Korallen einsetzt, wenn man irgendwie am Aquarium rumfummelt, dass mal ein bisschen Wasser die Scheibe runterläuft und dementsprechend auch auf die Platte dann runterkommt. Da hätte man
Tiefdruckplatten nehmen können, aber ich habe das Ganze jetzt mal abgesprochen mit Jonas und er meinte, dass diese Pressspanplatten auch sehr robust sind. Und wenn die so nass werden würden, dass die irgendwie Probleme machen würden, hätte ich sowieso noch ein ganz anderes Problem. Oh, und ja, ich glaube jetzt einfach weiter dran, weil die sind halt unfassbar viel günstiger als diese Siebdruckplatten und man sieht es ja auch im Nachhinein nicht, weil ich da ja Blenden drüber mache. Ich meine, darauf soll es natürlich nicht ankommen. Aber wenn das reicht, warum sollte ich das dann nicht nehmen? Und ja, deswegen habe ich da jetzt einfach mal vertraut und die kommen jetzt oben drauf. Zwei 1,22er und eine 1,21 Lagerplatte. So, und die ist jetzt quasi das Aquarium, ne? Also von der Grundfläche und so weiter ist hier alles exakt gleich wie das Aquarium. Also hier unten da haben wir ein bisschen Spielraum, aber hier müssen ja auch noch eventuell so ein paar Magneten hinter, wenn wir mit Strömungspumpen arbeiten oder so. 1,7 cm haben wir dann frei. Ich hoffe, das reicht. Ich will aber natürlich auch optisch hier so, dass alles so passgenau wie möglich machen. Deswegen habe ich natürlich wie immer mit dem minimalsten Abstand hier gerechnet. So, hier hinten kommt jetzt Platte Nummer 2. Die Rohre bzw. der Filterkasten, der muss hier natürlich noch irgendwie ausgeschnitten werden. So, und hier ist Platte Nummer 3. Da merkt man schon, dass das hier alles nicht so 100% gerade ist mit den Wänden, ne? Ich fällt gerade ein, ich muss mal vielleicht grob gucken, ob die in Waage sind. Das ist natürlich auch noch wichtig, wenn das Aquarium aufgebaut wird. Irgendwie bin ich immer noch nicht im Besitz einer Wasserwaage. Aber guck mal hier, da oben, da ist eine drin. Bei der Fläche hier kann man natürlich absolut gut ab... Oh, guck mal. Oh! Aber um hier mal so ein erstes Gefühl für die Sache zu kriegen, guck dich das mal an. Das ist ein Traum, ist es nicht, oder? Hier ist die Blase jetzt ein bisschen weiter rechts als links. Hier ist sie ein bisschen weiter links. Und hier ganz außen ist sie ein bisschen weiter rechts. Da bräuchte man jetzt mal eine lange Wasserwaage. Okay, Freunde, passt auf. Folgende Sache ist mir aufgefallen, beziehungsweise folgendes Problem. Diese Wand hier, die ist anscheinend leicht versetzt nach links. Das kann man am einfachsten sehen, indem man mal hier diese Lücke verfolgt. Die ist am Anfang hier noch relativ groß, 1,6 cm. Und die wird aber hier gegen Ende der Platte, wird die immer schmaler. Ich kann allerdings hier nicht weiter nach rechts gehen, weil hier halt eben das Limit ist. Das heißt, ich muss mich ja hier dran orientieren. Wenn ich das also so machen würde, das wird dann hier immer enger, ne? Ich habe jetzt hier wirklich die Enden der Platten immer bündig aneinander gesetzt und dementsprechend hat man dann hier auf der Seite fast nichts mehr am Ende hinter dem Aquarium frei. Sprich, entweder ich mache es da hinten enger, sodass es immer bündig mit dem gleichen Abstand zur Rückwand bleibt. Ja, oder ich lasse es so, wie es ist und passe dann vorne die Blende dementsprechend dann halt an. Aber dann hätte man hier keinen Platz mehr hinterm Aquarium und könnte dementsprechend auch keinen Magneten mehr befestigen, wenn man für eine Strömungspumpe oder irgendwie so, ne? Das will man doch eigentlich nicht, oder? Ich glaube, ich werde gucken, dass ich hier regelmäßig, aber dann halt auch nur einen super, super kleinen Abstand hinkriege, ne? Dann ist es höchstens ein Zentimeter. So dünne Magneten gibt es doch gar nicht bei den Strömungspumpen, oder? Ich erkläre euch erstmal, wie ich mir das mit den Blenden überlegt habe. Also, dass man das Gestell halt nicht mehr sieht. Ich habe nämlich solche Blenden hier geholt aus Hartschaum. Das ist jetzt die kleinere, die ist für den Gang. Die habe ich auch nochmal in 1,50 Meter, sodass zwei Stück quasi reichen für die komplette Länge an der Couch. Und hier dran werde ich ganz dünne kleine Magneten befestigen, die ich gekauft habe. Die kommen dann einfach hier an den Ecken dran, werden festgeklebt. Und für das Untergestell habe ich dann hier noch so andere Magneten geholt. Diese hier, die kommen dann an das Gestell. Und dann kann man halt diese Blenden immer wieder einfach so da dran klipsen. Dann hat man nicht so richtig dicke, schwere Bretter oder diese klassischen Regalbauplatten, die ich auch bei dem Boxbau verwendet habe. Sondern hat man einfach so kleine, die kann man einfach abnehmen, dran klipsen und fertig ist. Finde ich eigentlich ganz entspannt, dass wenn man mal irgendwie drunter muss, ich glaube zwar nicht, dass es so oft passieren muss, aber dass man halt dann nicht eben diese schweren Platten hat. Ist auch für mich angenehmer jetzt zum Transportieren gewesen, ne? Die Idee habe ich übrigens von dem Martin, der mit diesem richtig krass großen Aquarium im Wohnzimmer, da haben wir ja mal drauf reagiert und ich habe gesehen, dass der relativ dünne Platten hat, weil das hier sind halt nur 3 mm Platten und ich wollte irgendwas suchen, womit ich vors Aquarium gehen kann mit der Blende, sodass man dann die schwarze Silikonfuge verdecken kann und auch den Bodengrund, wenn man von der Seite drauf guckt, aber ich wollte nicht unbedingt so eine super dicke Auflagefläche davor bieten, also was quasi vom Aquarium absteht. Da bildet sich dann irgendwie Staub und Hartschaum kommt wohl sehr gut mit Nässe klar, ist super leicht und vor allem, da ich ja nicht das komplett an der Seite zumachen muss, konnte ich jetzt auch relativ schmale holen, denn ab hier ist ja schon Couch da. Das heißt, ich muss ja hier nur so einen halben Meter eigentlich bedecken und ja, alles was da drunter passiert, sieht man ja so oder so nicht mehr. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal probehalber hier dran machen. Ja, und gucken, wie das Ganze aussieht. Aua! Ich glaube, so 100% final kann ich das jetzt eh nicht machen, weil wenn das Aquarium hier steht, dann wird das so oder so anders aussehen und ich muss die Magneten eh nochmal neu anpassen. Wir machen es jetzt mal zum Veranschaulichen. So, der ist jetzt erstmal da. Den anderen mache ich jetzt hier auf 1,50 Meter. Okay, okay, okay. Die muss jetzt halt noch so 3 cm hochgucken, damit die sowohl die Naht vom Aquarium als auch halt den Sand bedecken würde. Der wird halt höchstens 1 cm hoch, der Sand. Also 7 cm von außen, hier und da dann 2,5 cm runter. Hier zwischen liegen jetzt genau 1,39,5. So, und jetzt müsste das Ding halten. Let's go. Oh, oh.
Ich glaube, die zwei Magneten sind noch ein bisschen zu wenig. Okay, probieren wir es jetzt nochmal mit drei Magneten. Oh, das sieht stabiler aus. Ja, das sieht stabiler aus. Ah, kann auch ein bisschen weiter nach außen, damit da keine Lücke ist, ne? Also die Magneten sind irgendwie nicht stark genug. Ich habe jetzt sogar noch zwei dazu gemacht, aber ich weiß nicht, ich werde jetzt hier oben noch ein paar mehr machen. Ich werde jetzt hier oben noch eine längere Leiste machen. Das Ding ist, ich habe halt bei diesen Stickern hier halt keine wirklichen Alternativen, weil die müssen halt super flach sein. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier noch stärkere Magneten kaufen kann. Also so wie ich gesehen habe, hilft einfach nur, also viel hilft viel in dem Fall. Deswegen einfach, ich glaube, ich brauche einfach mehr Magneten. Ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. So, hier die Kleber wieder drauf. So, hoffen wir, dass die zweite auch hält. Sieht aber gut aus. Auch die Fuge hier kann man eigentlich relativ schmal halten, würde ich sagen. Von daher würde ich sagen, kann man sich da eher weniger beschweren. Jawollo! Und wenn wir jetzt mal zurückgehen und sehen, wie es aussehen würde, wenn die Couch zurückgeschoben ist, boah, dann sieht das schon sehr, sehr clean aus, ne? Also klar, die Ecke da ist vielleicht noch ein bisschen schwierig. Da müssen wir mal gucken, ob da nicht sowieso noch was hinkommt oder ob ich da einfach wirklich nochmal einen ganz schmalen mache. Boah, aber man kann ja die Kontur fast gar nicht sehen. Und die ist ja fast genau auf der gleichen Höhe wie die Couch selber auch. Also die hat ja auch da, ne? Den, ne? Ihr wisst Bescheid. Boah, es sieht schon sehr gut aus. Sieht schon sehr, sehr... Boah, das sieht ultra clean aus. Alter! Jetzt bin ich aber doch ein bisschen geflasht. Boah, wie geil ist es geworden? Ah ja, ja, guck mal ruhig die Ecke. Genau, da hatte ich nämlich Probleme mit. Aber die müsste jetzt wieder sitzen. Oh, da war noch ein Magnet. Hast du ein Magnet gefunden? Wie so ein Detektor. Geil. Leute, ich bin irgendwie komplett geflasht. Irgendwie sieht das Wohnzimmer jetzt viel besser aus als vorher. Wenn man jetzt überlegt, dass da oben ist so Ablagefläche und man kann da so Deko oder so draufstellen. Das sieht einfach so schon geiler aus. Also wirklich krass. Es sieht wirklich aus wie für die Wohnung gemacht. Als wäre es schon drin gewesen. Krank. Jetzt muss ich nur noch die zwei Sachen hier zurechtschnibbeln. Die sollen nämlich auch so hochkant hier blenden werden. Und ich muss auch hier unten diese Kanten ausschneiden, weil wir haben ja noch die Fußleiste mit drin und da muss ich es halt, wie gesagt, auf die richtige Höhe jetzt schon anpassen. Oh, ich tue mich so schwer damit, weil das Aquarium noch nicht da ist, das jetzt wirklich schon auf die richtige Höhe zu schneiden. Deswegen, ich tue das hier gerade eigentlich nur fürs Video, weil das würde ich immer eigentlich erst machen, wenn das Aquarium schon steht. Jetzt die Frage, ob ich den Schritt gehe und das schon mache oder ob ich es lieber lasse. Hier ist ja halt der Unterschied, die müssen halt bis zum Boden, deswegen kann ich die Höhe nachträglich nicht mehr anpassen. Bei den Blenden hier außen, die kann ich ja immer noch beliebig nach oben und unten versetzen, das geht hier nicht. Aber die Breite könnte ich natürlich schon mal anpassen. Das hier ist 70 breit, dann kürze ich die nochmal so auf 35 und mache unten die Fußleisten und die Länge kann ich ja dann nachträglich noch kürzen eigentlich, ne? Das Gute ist ja, dass ich jetzt hier die perfekte Schneideunterlage habe. Das heißt, hier ist ja auch nicht schlimm, wenn da so ein Kratzer reinkommt oder so. Messe ich jetzt meine 34 und jetzt fällt mir ein, dass ich irgendwie nichts habe, was lang genug ist, um daran zu schneiden. Perfekt wäre die Führungsschiene von der Handkreissäge, die habe ich aber nicht hier. Wenn ich jetzt was von den Blenden nehme, dann muss ich irgendwie Angst haben, dass ich da reinschneide oder dass die auch irgendwie, ja, dass ich reinschneide, dann wird es nicht, dann wird es halt auch krumm, ne? Verrückt wie ich bin, werde ich es jetzt doch mit der anderen ausprobieren. Hoffe, dass ich jetzt nicht in die andere reinschneide. Bis jetzt funktioniert ganz gut. Weiß noch nicht, ob ich es geschafft habe, bis nach unten hin durchzukommen. Oh fuck! Ich habe einmal kurz reingeschnitten. Natürlich ausgerechnet hier beim letzten Mal, aber ich kann das Ding ja drehen. Und von der anderen Seite sieht man fast nichts. Okay, doch, ich habe echt hier komplett durchgezogen. Ja. Ach lol, warte mal, ich brauche gar nicht die große Seite. Ach so, ich brauche ja das, was hier drunter liegt. Bin ich komplett dumm? Okay, ist das jetzt schlecht oder ist das gut? Ich glaube, es ist sogar eher noch besser. Ich hab's komplett verkackt. Ich habe irgendwie die Zahlen durcheinander gebracht und hier auf 34 geschnitten. Und das ist ja die Breite vom Aquarium, also 68 und nicht auf 70, weil das hier ist halt 70 breit. Und jetzt habe ich halt hier die 2 cm dazwischen. Bin ich dumm? Warum habe ich das getan? Ich verstehe es nicht. 70 cm, 35. Was habe ich getan? Wieso? Ja, egal. Ich kann jetzt nichts mehr machen, außer das Ding nochmal neu kaufen. Im schlimmsten Fall müsste ich sogar zwei neu kaufen, aber ich kann ja eine kurz lassen. Wobei, das könnte auch scheiße aussehen, ne? Wenn ich die jetzt anpasse und die eine Seite wird dann länger und das ist dann asymmetrisch. Oh Gott. Oh, ich habe hier gerade 30 Euro zerschnibbelt. Einfach so. Oh Mann. Ja, aber sind wir mal ehrlich. So, nee. Nee. Nee, so lassen wir das nicht. Oh Mann. Oh, war ja klar, dass ich jetzt was verkacken musste. Ich hätte jetzt echt zum Ende des Videos hier glücklich sein können, weil das so krass hier in den Raum integriert nice aussieht. Oh Mann, aber ich habe die Blende verkackt im Gang. Och Mann, ausgerechnet die hier. Ist das nervig. Wie kann ich denn so dumm sein? Normalerweise passiert mir sowas nicht. Manchmal bilde ich mir ein, das ist, weil ich älter werde und mein Kopf nicht mehr so gut funktioniert. Aber das will ich mir nicht einreden. Ich will mir nicht einreden, dass mein Körper zerfällt. Kacke, so eine Scheiße, Mann. Es gibt noch eine Sache, die
die ich zu diesem Aquarium-Thema hier sagen will, zu der ganzen Planung, die ich jetzt extra nicht irgendwie am Anfang gesagt habe, weil ich noch nicht 100% weiß, ob das einen gibt. Aber ich werde versuchen, bei diesem Aquarium extrem auf Nachhaltigkeit und vor allen Dingen auf Nachzuchten zu achten. Beziehungsweise ich nehme es als kleine Herausforderung zu probieren, was man alles mit Nachzuchten machen kann. Vor allem fischtechnisch, aber auch Interesse halber vor allen Dingen für den Start korallentechnisch. Ich will einfach gucken, was ist da alles möglich? Wie sieht dann so ein Aquarium aus? Und werde ich in die Situation kommen, wo ich sage, ey, ich vermisse diese ultra krassen... Jetzt muss ich überlegen, auf was würden wir verzichten? Vielleicht Acanthastreas? Vielleicht auf eine Goniopora, auf eine Aviopora, weil die super langsam wachsen? Das heißt, wenn da einem gesagt wird, das ist eine Nachzucht, weiß ich nicht, ob man das glauben kann, weil die halt echt langsam wachsen. Lobophyllia wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich schätze, sowas wie eine Rockflower Anemone ist wahrscheinlich auch nicht drin. Oder teilen die sich? Ich weiß es gar nicht so genau. Sowas wie eine Scolymia wird es natürlich nicht geben. Die bilden ja erst nach, was weiß ich, wie vielen Jahren gefühlt einen zweiten Polyp und so weiter. So wie ich das zumindest gehört habe. Ja, und in vielerlei Hinsicht ist man, glaube ich, auch einfach eingeschränkt, was die Farbwahl betrifft. Aber wie gesagt, das wäre eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne ausprobieren würde. Das soll es jetzt aber erstmal mit dem heutigen Video gewesen sein. Die Lücke davor, da mache ich noch zu, aber ich würde sagen, das kann sich so absolut sehen lassen. Da bin ich wirklich ultra happy mit. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über ein Däumchen freuen, über ein Abo würde ich mich freuen und die Glocke wird gebimmelt. Das habe ich noch nie gesagt. Ich glaube, ich werde es auch nie wieder tun. Ach so, vielleicht werden wir im nächsten Video, zumindest im nächsten Aquarium-Video, Ableger machen für das große Aquarium aus dem Box-Aquarium. Denn da sind ziemlich viele Korallen schon ziemlich groß geworden und wenn man jetzt schon Ableger macht, die man dann ins große Aquarium hier packen könnte, hätten die bis dahin schon einen Fuß gebildet und sich schon ein bisschen mehr daran gewöhnt, dass sie geteilt wurden und sind dann stabiler bei der Umsetzung. Ich glaube, da gibt es mittlerweile einige, die den Weg hier ins große Aquarium finden könnten, weil meine Korallen jetzt echt teilweise schon echt ganz gut gewachsen sind. So, das war's jetzt aber für heute, Leute. Denkt es, ihr nehmt das Leben zu ernst und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Bis dann, macht's gut und tschüssi!